Herzlich willkommen zurück in der nächsten Aufnahme von Rage. Wir ignorieren jetzt einfach mal dieses komische Auto da hinten und na los, rennen einfach hier rein. Das letzte Mal sind wir hier drin schon gescheitert in der Stadt des Todes. Ich habe immer noch keine wirklichen Worte dafür. Wir sind wirklich einfach sozusagen direkt vorm Ausgang gestorben. Und da es da keinen Save Point gab und ich nicht zwischendurch gespeichert habe, naja, dürfen wir jetzt nochmal das zweifelhafte Vergnügen genießen und das nochmal machen. Ich weiß, wie ihr euch da alle drüber freut. Ich freue mich auch unglaublich. Mit, was wir tragen können. Einmal die andere Waffe. Moment, welche? Ja, lad die auch mal nach. Schadet auch nichts. Ich wollte aber eigentlich... Was, die? Ja, die wollte ich. Das war nämlich genau die Muni, die wir hier wahrscheinlich gerade nicht benutzen. Ne, das ist sie auch nicht. Okay, wir haben nur die beiden. Egal, dann verballern wir jetzt erstmal die. Mein Gott, bleib doch mal liegen. Mistvieh. So, wir müssen uns wieder hier durchkämpfen, wie beim letzten Mal. Hier quellen wieder überall die Eingeweide aus den Wänden. Warum auch immer, sie tun es einfach. Naja, egal. Hier müssen wir uns wieder irgendwie rausschlawinern. Ich weiß nicht mehr genau, wie es... Nee. Danke, jetzt quillt da oben auch noch was durch. Irgendwo hier stand doch noch was, was wir mitnehmen konnten. Oder hat das das doch gespeichert? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir hier wieder raus. Und uns möglichst den Weg freiräumen dabei. Und nicht so oft sterben. Da kommen schon wieder Viecher. Oh, ich bin begeistert. Das bringt uns nicht viel, wenn wir auf die schießen im Moment. Das bringt uns, glaube ich, erst dann wirklich was, wenn wir hier hingehen. Aua. Rückt immer auf eure Position. Ich versuche mal mein Kopf hier mit. Das packt sich natürlich sofort fest. Oh, irgendwas hat uns erwischt. Ich glaube, es war eine Handgranate. Bin mir aber nicht ganz sicher. Erstmal eine Bandage. Bandage? Bandage? Sag mir bitte, wir haben noch welche. Ja, wir haben noch. Gut. Okay, wir sind immerhin hier runter. Das letzte Mal haben wir dafür ewig gebraucht. Nein, die braucht ihr nicht. Die braucht höchstens ich. Das war alles, was wir hier looten können. Na los. Lass mal schnell wegrennen, bevor wir hier hart auf den Sack kriegen. Wir mussten ja ausgerechnet jetzt gerade wieder nachladen. Meine Güte, haben die irgendwie eine Panzerung? Ich meine, das frage ich überhaupt. Natürlich haben die eine. Oh, Moment mal. Seh doch da einen Platzkopf. Zack. Steht der nochmal auf? Ich glaube nicht, der hat fertig. Oh, aber es gibt noch einen. Einen, von dem ich noch nicht genau weiß, wo er ist. Da ist er. Scheiß Platzköpfe. Granate. War da nicht noch einer? Ah, wie witzig. Granate kommt und wir sind schon tot, bevor wir überhaupt irgendwie reagieren können. Der lebt noch. Alter.
Das gibt's doch wohl nicht. Meine Güte! Hat die aushalten, wenn man den nicht gerade einen Headshot verpasst? Das ist ja echt nicht immer normal. War da jetzt gerade... Ne, das war nur irgend so eine komische Blutanimation, okay. Woher wissen die überhaupt, dass wir hier sofort... dass wir hier rumrennen? Wieso wissen die... Oh, oh, das sofort. So, war's das? Nein, war's nicht. Das ist doch nicht normal, wie viel die aushalten, meine Güte. Aber ich glaube, das waren nur die beiden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich versuche mich hier jetzt möglichst ohne zu sterben durchzukämpfen, aber... ich habe irgendwie die Befürchtung, dass das nicht funktionieren wird. Ich will aus dem Crouch raus, meine Güte. So. Oh, haben wir gerade die Muni gewechselt? So, bleiben wir bei dir. Huch! Das kann ich auch. Ich habe dafür keinen Ziellaser. Treffen. Regenerieren. Los. So. Wo ist der nächste? Alter. Granate. Ja, natürlich. Lasern die hier schon durch die Wand. Na? Wieder ein Platzkopf weniger. Ha! Ich trau dem Braten nicht, lieber mit Waffe draußen. Das Ding ist immer noch kaputt, der Fettsack zum Glück auch. Ich würde nur zu gerne jetzt ein bisschen Muni hier mitnehmen, aber... leider, leider kriegen wir keinen. Du nicht mehr, Kollege. Ich hoffe mal, der bleibt liegen. Na, ich glaube, der bleibt liegen. Aber sein Kollege nicht unbedingt. Jetzt schon. Lieber wieder die andere. Wenn hier was ums Eck gescheißert kommt, sind wir mit der Sniper dann nicht so gut bedient. Wir können uns lieber hier mit dem MG wehren. Da haben wir, glaube ich, mehr von. Jetzt wieder hier die Treppe runter. Da liegt Nachschub. Das ist gut. Den nehmen wir. Die Muni können wir natürlich nicht nehmen, wie immer. Wo seid ihr? Ich weiß, dass hier Gegner lauern. Ah! Ich sehe doch da schon wieder einen Ziellaser auf mich zielen. Das ist doch echt unfair. Wieso komme ich nicht aus dem Crouch? So. Du nicht, mein Lieber. Na, da oben muss er irgendwo sitzen. What? Alter! Der hat ein Aim, das ist ja unglaublich. Liegen bleiben, du Arsch. Meine Güte. Ist mir egal, ob wir dafür jetzt unnötig Muni verballert haben. Hauptsache, der liegt.
Ich erinnere mich nämlich noch hier beim letzten Mal dran, dass der da oben eine unglaublich gute Position hat und wir jedes Mal hier Kugeln gefressen und Bandagen verbraucht haben, obwohl eigentlich das nur zwei kleine Männchen sind und nicht mehr. So, nun? Da runter? Ich meine ja, ne? Ich habe mir den Weg nicht so perfekt gemerkt und es sind jetzt auch schon wieder zwei Tage seit der letzten Aufnahme vergangen. Auch wenn es immer noch die Pre-Aufnahme für die Gamescom ist und jetzt die letzten Folgen so langsam kommen müssten. Wie gesagt, ich mache das eigentlich sowieso schon viel zu spät. Ich hatte mir das schon viel früher vorgenommen, aber ich bin nicht dazu gekommen, aufzunehmen. Ich wusste es doch. Der ist erstmal schon mal weg. Wo hat der andere Kerl sich versteckt? Da kommt er. Weg. Na. Weg mit dir. Da ist noch einer. Weiß nur noch nicht so ganz genau wo. Da oben. Der hat fertig, der stand an so einem doofen Stand-MG. Ich glaube, damit haben wir sie erstmal wieder alle ausgeschaltet. Hier hinten liegen die meisten Leichen, nämlich zwei an der Zahl direkt nebeneinander. Her damit. Wir sollten die Waffe wechseln, damit sind wir, wie gesagt, besser bedient, wenn hier irgendwas überraschend angreift. Und einen hatten wir, glaube ich, hier hinten direkt erledigt, oder? Ne, das war der da oben. Schon gut. So, wieder hier hoch. Treppe. Deckung. Waren mehrere. Ich erinnere mich, hier war irgendwas. Das Ding können wir leider nur benutzen, aber nicht mitnehmen. Das ist echt ärgerlich. Ich würde es zu gerne mitnehmen, das scheiß Stand-MG. Na. Die haben wir schon mal dabei. Wo geht es weiter? Da unten. Ich sehe niemanden. Noch nicht. Eigentlich gut, wenn ich keinen hier sehe. Da ist eine Tür. Hinter der Tür läuft wer rum. Da roamt aber so wie es aussieht im Moment nur der eine. Verdammt, nein! Nein! Das darf doch nicht wahr sein. Dieses Spiel, es hasst nicht einfach. Der kann doch nicht... Ach, Mann, ey. Wie? Wie ist es bitte möglich, dass er so perfekt gezielt eine Granate auf uns wirft, obwohl er nicht mal weiß, wo wir sind? Woher soll er das wissen? Er hat überhaupt den Knall einer Waffe gehört und den kann er doch nicht auf einen Meter genau einschätzen, wo der herkommt. Schon gar nicht in einem geschlossenen Raum. Wir werden dieses Level niemals schaffen. Immer wenn wir auch nur ansatzweise es gerade geschafft haben, irgendwie kommt wieder einer ums Eck gescheißert und tötet uns sofort. Ich hasse das. Ich hab keinen Bock mehr. Ich will nach Hause. Achso, ich erinnere mich, warum das letzte Mal schon nicht ging, weil das Ding irgendwie auf Pulsschuss steht und ich weiß immer noch nicht genau, warum. Stellen wir es mal wieder auf Schrot. Aber es hat funktioniert, erstaunlich gut sogar. Mäh, muss hier jetzt hier wieder die Scheiße durch die Wand quillen. Bla bla bla, ignorieren wir einfach das ausgehende Licht. Wo war die Tür? Da war die Tür. So, Sniper... anlegen. Aua! Alter! Na? Ich glaube, einen habe ich erledigt. Ha! Ich meine, es bringt mir nicht viel, aber es bringt mir die Genugtuung, einen erledigt zu haben. Dämliche Geländer.
Alter Schwede. Wir haben gerade ein gesamtes Magazin in diesem Typen versenkt. Und er lebt noch. Unglaublich, was die aushalten. Ist er hin? Ich glaube, der ist hin. Das ist gut. Da kommt einer uns besuchen. Ich habe doch gar nichts vorbereitet. Meine Fresse nochmal. Die halten aber auch aus. Warte mal. Wir haben nur... Ach, 15. Ich wollte schon sagen. Wir haben nur noch 5. So. Ist da hinten noch einer unserer Freunde? Oh, das ist die falsche Waffe. Ich wollte die hier. Zack. Zeig mir dein schönes Köpfchen. Zack. Problem gelöst. Oh, oder Problem verteilt. Zack, auch das Problem hätten wir fein verteilt. Wo ist er? Sag mal, liegen bleiben. Unten bleiben, ihr verdammter Kerl. Mann. Kann doch nicht wahr sein. Das kann doch wirklich nicht sein, dass wir hier nicht einmal lebend rauskommen. So schwer kann das doch wirklich nicht sein. So. Komm, mach auf. Hast du das gehört? Umgebung Abschluss. Nächster. Es ruckelt. Warum ruckelt es jetzt? Hör auf damit. Zack. So, die beiden hätten wir auch schon mal professionell ausgeschaltet. Ausnahmsweise mal. Weiter geht's. Jetzt kommt gleich wieder der tolle Sniper. Wir schon mal die Waffe wechseln. Die brauchen wir jetzt gleich. Boom. Angeber. Arschloch. Klar, bin ja nur schon fast tot. Schmeiß mir noch Granaten an den Kopf. Ich will gerade keine Bandage benutzen, also heil dich gefälligst. Aua. Haben wir ihn erwischt? Oder zittert er noch? Ich glaube, wir haben ihn erwischt. Gut. Waffe und weiter. Ja, der ist hier. Das ist schon mal schön. Jeder von denen, die wir erledigen, ist einen Schritt näher zum Ziel. Na? Den sind wir los. Dann werde ich jetzt einmal ganz schnell einen neuen Spielstand speichern. Ich möchte nicht wieder zurückfallen. Mach's nochmal. Ich glaube, der hat den nicht komplett gespeichert. Lieber habe ich zwei davon, als dass einer nicht funktioniert. So. Rückabposition vor. Dann rücke mal vor. Ich warte drauf. Zack. Einmal nachladen. Wo ist dein Kollege? Genau der Kollege. Erwischt. So, Waffenwechsel. Die beiden möchten nicht mehr. Die haben keine Lust mehr mit uns zu spielen. Denen sind wir zu fies. Die liegen jetzt hier einfach rum und spielen toter Mann.
Sonst ist hier wieder keiner. Da haben wir ein bisschen Mund, die wir noch mitnehmen können. Okay, jetzt kommt wieder die Sniper-Action. Aber bevor die Sniper-Action kommt, hier ein ganz kleiner Cut. Geht morgen weiter. Die Folge ist leider schon wieder rum. Ich hätte es gerne geschafft, hier in der Folge rauszukommen, aber es hat leider nicht sollen sein. Aber beim nächsten Mal, in der nächsten Folge, schaffen wir es dann auf jeden Fall. In Klammern hoffe ich. Und ja, also, wie gesagt, wir sehen uns morgen wieder. Ich bin hier raus. Bis morgen. Ciao, ciao. Stare into the face of our own extinction. We must not blink. For as long as there is hope, we will prevail. You're new. That means that you don't know how things work around here. As long as you're in town, you'll be safe. But out in the wasteland? That's a different story. I survived this long by staying out of trouble. Saving you may have changed all that. Bark survivors are worth a lot of money to whoever hands them over to the authorities. There are people who stand up against the authority. You could be useful to them. They call themselves the Resistance. Our group is small but dedicated. Elizabeth tells me you're a man we can trust. Someone who can help us in the fight against the authority.